Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Lambeau Field. Wir sind in Woche 15, spielen gegen die Green Bay Packers. Mein Angstgegner, Jungs. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt viele gute Spieler, die meiner Meinung nach eklig spielen, weil halt gut in Madden sein kein Football ist oder keine Sache ist, die ich cool finde. Aber das ist einer der wenigen Spieler, die ich kenne, der sowohl sehr gut ist, als auch nicht eklig spielt in Madden. Deswegen erstmal Shoutout an den Packers-Coach. Und wie gesagt, ihr wisst, das ist mein Angstgegner. Ich glaube, der hat mich letztes Jahr aus den Playoffs geschmissen. Und kann sogar sein, dass er mich in der Saison gesweept hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir das erste Spiel gewonnen. Josh Allen mit einem Scramble und hier fast einen Pick. Auf jeden Fall, der erste Drive läuft ganz okay. Jetzt allerdings 3. und 11. Was schon mal ein bisschen kritisch werden könnte. Wir finden Trey McKitty hier. Unseren Tight End Nummer, ich glaube, 4. I don't know. 4. und 3. Wir spielen aus. Und ja, da war natürlich mal wieder Kenny Clark direkt durch. Ich hasse den. Ey, ich bin so versucht, den einfach zu löschen. Zusammen mit Grady Jarrett, ne? Oder einfach diese Fähigkeiten wegzunehmen. Aber das ist natürlich ein bisschen unfair den Coaches gegenüber. Deswegen, ja, I don't know. Aber ja, gegen die beiden spiele ich auf jeden Fall am allerliebsten. Die sind einfach beide in Madden, finde ich, deutlich besser als Aaron Donald, was ein bisschen verwunderlich ist. Aber egal, Marquez Valdes-Scantling mit Mandaround. Um fair zu sein, hat der Packers-Coach mir auch geschrieben, dass Kenny Clark gegen mich immer, beinahe der Pick, immer besonders geile Spiele hat. Und eigentlich normalerweise gar nicht so OP ist, dann aber halt in der Division irgendwie beschließt, besser zu sein. Hier falschen User gekriegt, aber das wäre vermutlich trotzdem Catch gewesen. Starker Ball, viel zu viel Zeit in der Pocket. 1. und 10 von der 17. Roger scrambled nach links, findet Herndon in der Endzone, der Gott sei Dank noch vom Ball getrennt werden kann. Motion, kriegt den Ball, aber nope, da war ich bereit für. Kai Iller, Slot Corner mit dem Tackle. 3. und 10 von der 17. Rogers kriegt Druck in der Pocket, wirft den Ball noch. Aber weil der Scantling kann den nicht finden, das wäre vielleicht sogar ein First Down gewesen. Hier bin ich in den Kicker gerannt aus Versehen, wären aber nur 5 extra Yards gewesen. Und das Field Goal war ja eh drin, deswegen hat er das genommen. Jahan Dotson mit dem Return, der erste war ganz gut heute, der zweite führt zu 25, also ist okay. Josh Allen findet Kenny Golladay, der mal wieder Jair Alexander wegsprintet. Man kennt es. Na, vielleicht hat er ihm auch einfach einen super Move gegeben. Egal, weiter Pass, 1. und 10 an der 25. Swift mit 3 Yards hier, 3 bis 4 Yards, was auch immer. Und über die Mitte mit dem Catch, neues First Down. Ganz schön viele Superstars und X-Factor hier auf dem Feld. Kenny Clark natürlich mal wieder direkt im Backfield. Ey, er regt mich so auf, ne? Das ist unglaublich. 2. und Goal von der 5. Gut verteidigt vom User der Screen. 3. und Goal von der 10. Josh Allen findet Devontae Smith. Der wird allerdings zu Fall gebracht. Ich glaube von Daniel Savage unter anderem. Und so sind wir an der 9 und nehmen auch unser erstes Field Goal. Und damit steht es 3:3. Interessanterweise übrigens, sowohl der Packers-Coach oder die Packers als auch die Lions in dem Spiel oder in der Saison in unserer Franchise, Top 5 in, was Yards per Play angeht, oder nicht Yards per Play, sondern Yards per Game. Moment, ich rede gleich weiter nach diesem Touchdown von Dex Mill. Bam! Let's go! Pick 6, Rookie Safety, spielt eine sehr, sehr starke Saison und damit sind wir 7 Punkte vor. Was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte, ist, sowohl die Packers als auch die Lions Top 5 nach Yards per Game oder nach Yards insgesamt in Offense und Defense. Beide. Also starke Offense, starke Defense hier auf dem Feld auf beiden Seiten. Cancelt sich natürlich alles ein bisschen aus. Was in solchen Spielen immer besonders wichtig ist, ist keine Fehler zu machen oder halt ein starkes Running Game zu haben, weswegen ich mir hier schon ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil TJ Logan sehr, sehr viele Untouched Yards hat. Viel zu offen, gut gesogen. Oh. Okay, Tyrell Williams. Ja, es ist stark gemacht, aber es sah auch ein bisschen albern aus, irgendwie fand ich. Kenny Clark ist wieder im Backfield. Herzlich willkommen, Alter. 2. und 11. Wir sind an der 24. Josh Allen hat links sehr, sehr viel Platz. Hat ein bisschen lang gedauert, bis ich raus bin. Und Oren Burks hat es dann auch irgendwann gemerkt, aber schießt trotzdem ins Nichts. Und wir sind an der 40 mit einem neuen Set of Downs. Wir haben 4 Blocker, Dallas Goedert, und sind hier durch. 2. und 1. Laufen nach außen. In den Weg geschmissen, hat nicht ganz geklappt. Und Rashan Gary hat uns dann mit einem guten Winkel hier den Weg abgeschnitten. Wir haben Hockenson an der Endzone. Kann den Ball festhalten, wir sind an der 2. Lauf durch die Mitte, User ist im falschen Gap, aber in der Mitte geiler Blockshot, deswegen ausgenutzt. Wieder geiler Blockshot, 98, diesmal 3. und Goal. Wir haben, ja, wir hatten mehrere Spieler offen, aber Daniel Savage ist zu schnell. Deswegen müssen wir hier unser Field Goal nehmen und sind wieder 3 Punkte vor. Starke Red Zone Defense oder beziehungsweise sogar starke Goal Line Defense, das hat mich ein bisschen geärgert. Da habe ich den Anspruch, da durchkommen zu wollen, durchkommen zu müssen. Dafür ist meine Line auch gut genug eigentlich. Da bräuchte ich vielleicht einen besseren Fullback oder sowas, aber ja.
Oder vielleicht müsste ich cleverer laufen. I don't know. Auf jeden Fall hat es nicht ganz geklappt. Rogers sehr, sehr wild in der Pocket. Kann den Ball gerade noch so loswerden. Der hier Derek Nardi ein bisschen auf dem Rücken liegen bleibt, der Ball. Aber egal. Hier war ich ein Ticken zu langsam über die Mitte. Sermon fängt den Ball. Erster und 10 von der 32. Weit auf Devontae Adams. Kann aber verteidigt werden von Kaiir Elam, wie es aussieht. Bisher kein Faktor heute, Devontae Adams. Das ist ganz, ganz wichtig. Herndon. Guter Catch beim Second Down. Jetzt ist es Dritter und 2 von der 40. Empty und ja. Also cool für mich, aber was macht Devontae Adams da? Diese Screens sind manchmal so random. Der läuft einfach nach außen und blockt niemanden. So, sodass dann einfach mein Corner das straight durch kann, ne? Sehr, sehr starker Punt allerdings, bis zu 6. Heißt, wir müssen die irgendwie weg. Das sind die Tackles, die ich überhaupt nicht leiden kann. Druck im Gesicht und über die Mitte die Slant gefunden, gerade so. Da wusste ich, dass ich Druck kriegen werde. Ich wusste, dass er mit dem User die Slant nicht zumacht, weil ansonsten eine Go frei ist. Das heißt, es ist so beinahe der Pick hier, wie vorhin bei mir. Das heißt, es war nur eine Frage, ob ich den schnell genug wegkriege, den Ball, bevor ich gesackt werde. Und ansonsten wäre es ein Safety gewesen. Bisschen Risiko, aber hat ja geklappt. Dritter und 4 von der 28. Catch über die Mitte, starker Catch. Da hatte ich nicht gedacht, dass er den festhält. Und jetzt zu Fairness. Guckt euch mal die Uhr an. Der Coach hat mir, also der Packers-Coach hat mir über Discord geschrieben, hey, hab mal die Zeit im Blick, weil ich noch alle drei Timeouts hatte, habe ich komplett verpeilt, ist natürlich mein Fehler, schwerer Coaching-Fehler, da hätten wir definitiv noch mindestens auf den Field Goal gehen können, so ging es halt in die Hälfte mit einem 13 zu 10, aber wie gesagt, er hat mich sogar echt noch vorgewarnt, was er natürlich überhaupt nicht hätte machen müssen und ich habe es vertrottelt, egal. So, zweite Hälfte beginnt mit Ballbesitz Packers. Marcus Valdes-Scantling mit dem Catch hier. Bisher nur Valdes-Scantling und Tyrell Williams mit Catches, oder nicht mit Catches, aber als Wide Receiver auf dem Feld für die Packers. Devontae Adams, der da links am Rand steht, macht hier gar nichts bisher. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er von meinen Cornern aus dem Spiel genommen wird oder ob er einfach ja, nicht so drin ist heute. Ne? Wieder super Lauf. Rushing Game oder Running Game ist extrem stark heute bei den Packers. Da habe ich ein bisschen Probleme mit, weil ich das normalerweise priorisiere gegen gute Spieler, aber er hat nicht so gut funktioniert. Ball kommt nach außen, bisschen Raumgewinn, Dritter und 10 von der 31. Rogers wieder sehr wild in der Pocket, sehr am Rumrennen da. Findet dann in der Flat Trey Sermon, der allerdings out of bounds läuft und das Field Goal ist knapp vorbei. Heißt, wir sind 3 Punkte vor und haben den Ball. Können jetzt also mit einem Touchdown das erste Mal eine Two-Possession-Führung reinholen hier, wo die Packers also zweimal den Ball bräuchten, um das Ganze auszugleichen. Im Laufen werfen, Hockenson fängt den Ball und hält ihn sogar fest, obwohl er in der Luft Kontakt hat. Zum zweiten, mindestens, vielleicht sogar dritten Mal heute schon, was eigentlich nie passiert in Madden. Also das hat mich sehr, sehr gewundert. Jahan Dotson außen lässt den User aussteigen, aber da drin waren zu viele Leute. Swift kommt sogar noch übers First Down, sehr stark. Ein Tackle gebrochen von einem DB. Wir finden Swift nochmal für einen Raumgewinn von 4-5 Yards. Zweiter und 6, Screen. Der User wird komplett ins Nichts geblockt, kriegt da keinen Blockshed. Das sah auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich dachte eigentlich, der macht das Play zu. Touch. Let's go. Da sind wir doch 10 Punkte vor. So geht das. So muss das. 2 Minuten noch im dritten Viertel. Erste Two-Possession-Führung heute. Erster Two-Possession-Lead. Aaron Rodgers wirft die Corner. Okuda wäre da beinahe da gewesen. Heute ist es mehrfach passiert, sowohl einmal bei ihm als auch ein, zweimal bei mir. Ah, Dreck. Dass ein Corner theoretisch den Ball hätte picken können, den einfach mit einer Hand nur so wegboxt. No Huddle, ich habe mir gedacht, dass er denkt, dass ich in eine andere Defense gehe, bin in meiner Defense geblieben. Er wirft, ja, das, ah, ja, ja. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Er meinte dann, er dachte, es war ein Cover 3, es war ein Cover 2. Safety, ja, ich weiß nicht, es kann passieren, aber ich habe mich ein bisschen drüber geärgert. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht irgendwie, Madden, dumm, dass sie das gemacht haben, sondern einfach mein Safety hat das ein bisschen schwer gespielt. Das hätte man vielleicht cleverer machen können. Wir finden Hockenson auf dem Crosser. Tiefe Overroute, erster und 10 von der 50, genau mit Field. Oh, ich dachte, ich komme hier rechts rum. Aber dann war das Darius Smith, glaube ich, der mich noch tackeln konnte. Und Schatz! Ja, den wollte ich ein bisschen höher, ein bisschen weiter links haben, aber den darf ich so natürlich nicht werfen. Starker User-Pick, erster und 10 von der 30. Ärgerlich, ne? Da ist man 2 Touchdowns vor. Dann lässt man sich so einfach einen reindrücken. Safety verhaut ein bisschen was, wirft direkt den nächsten Pick. Und jetzt, oh,
Formel, let's go. Let's go. Xavier Thomas, du bist schnell genug. Let's go, da kommt niemand mehr ran. Touchdown. Jawohl, ja. Deswegen auch kein Fumble-Einspieler, weil es ein Touchdown war. Und damit sind die 10 Punkte wieder vorne. Ey, sehr, sehr merkwürdig. Das hatte ich eigentlich nicht verdient gehabt, nach dem Pick, den ich geworfen habe, dann so belohnt zu werden mit einem Fumble. Hier ist Rodgers in Contain reingelaufen. Ihr wisst, Bootleg gegen Contain funktioniert einfach nicht. Hasse ich sehr, aber so ist es halt leider. Rodgers wirft noch über die Mitte zu TJ Logan, der allerdings nicht viel weiterkommt. Dritter und 9 von der 26. Starker Ball. Starker Ball. Da war ein winziges Fenster, den anbringen zu können. Genau das hat er getroffen. Sehr, sehr starker Ball. 5,50 noch im letzten Viertel, also auch im Spiel insgesamt. Rodgers wieder extrem weit hinten in der Pocket. Wurf kommt trotzdem noch irgendwie an Desmond Trufant vorbei. Das war sehr, sehr knapp. TJ Logan wieder mit... Nee, das ist gar nicht TJ Logan. Das wird Trey Sermon mit einem guten Lauf. No huddle, wir sind an der 31. Hier habe ich gesagt, wenn er laufen will, soll er laufen. Nimmt Zeit weg und er braucht den Ball noch mindestens zweimal. Deswegen gerade danach, wie schnell er im Drive vorher gescored hat, habe ich gedacht, ey, wenn er jetzt laufen will und langsam scoren will, dann soll er das machen, dann vertraue ich lieber meiner Offense. Aber ich baue ihm jetzt hier garantiert nicht den Lauf zu und er macht einen Passing-Touchdown. Jetzt hier über die Mitte, weil ich einen Tief hatte mit Adam Smith, hat er den gefunden. Erster und Goal von der 5, 4,30 noch auf der Uhr, langsam. Packers ein bisschen in Zeitdruck, aber haben natürlich auch noch 3 Timeouts, deswegen so eng ist es nicht. Rodgers scrambled nach rechts, kriegt den Ball noch weggeworfen, bevor er gesackt wird. Das ist ja, glaube ich, auch eine von seinen Superstar-Fähigkeiten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Safety covered Gras. Ärgerlich. Aber wenn der nach vorne geht, ist dahinter vielleicht Adams frei. I don't know. Auf jeden Fall 3 Punkte vor, immer noch 4,20 auf der Uhr. 4,20. Devontae Smith? Nein, Moment. DeAndre Swift über die Mitte. Corner, Savage gut verteidigt. Irgendwie, na egal. 2. und 10 von der 36 finden. Da ist er, Devontae Smith. Neues First Down, fast an der 50. Weakside Safety verteidigt den Screen. Da ist doch irgendwas komisch. Aber egal. Hier hätte ich beinahe den Ball nicht mehr snappen können. Hab dann noch Rockinson gefunden. Das war mega knapp. Oh, Touchdown. Nice. Daniel Savage ist ja sowieso schon so mega schlau. Und dann hat er noch seinen X-Factor X oder seinen Superstar-Stern oder was auch immer aufgeblinkt. Und da habe ich schon gedacht, oh Dreck, der kommt da noch ran. Ich habe den Ball auch vergessen nach außen zu führen, deswegen war das so knapp. Hat ja aber Gott sei Dank noch geklappt, da sind die 10 Punkte wieder vor. Und die Packers rennen die ganze Zeit hinterher. Ab einem gewissen Punkt im dritten Viertel ist es eigentlich nur noch ein Shootout. Jeder Offense kann machen, was sie will. Beziehungsweise bei uns war es halt auch einmal noch ein Fumble. Oder ein Scoop and Score. Jetzt hier die Motion, Corner Route ist offen. Ich habe keine Ahnung, was mein Safety hier für einen Winkel genommen hat. Das ist echt maximal tot gewesen. Und ich meine schon, bevor ich ihn übernommen habe. Also da kriegt er definitiv Ärger für. Auf der anderen Seite hat er auch einen Pick 6 gefangen vorhin. Aber das ist halt einfach sein Touchdown. Das ist ein Cover 2. Dass die Corner ankommt, ist voll in Ordnung. Aber dass der Safety den Winkel dann so verhaut, das kann echt nicht sein. Hockenson hier beinahe mit einem neuen First Down. 42 gerade noch gerettet. 2. und Inches. Savage schmeißt sich in den Weg. Hätte man nicht machen sollen. Wenn er einfach nur gelaufen wäre, wäre es vermutlich ein Tackle gewesen. Aber hey, das ist ein neues First Down. Er hat noch ein Timeout genommen. Ich habe hier abgekniet. Er hat sein letztes Timeout noch gezogen. Und wollte quasi diese 10 Sekunden oder sowas, die er da am Ende jetzt noch kriegt, die wollte er dann haben. Ist natürlich auch komplett fair. Kann ja sein, dass da noch ein Touchdown bei rauskommt. Mein Fehlkorb hier, habt gesehen, habe ich nicht gut getroffen, den Balken unten. Hat auch gar nichts mit Lag zu tun gehabt. Ich bin einfach nur voll schlecht bei Fehlkorbs in letzter Zeit. Deswegen hat er noch ein, vielleicht zwei Snaps von der 44, je nachdem, wie schnell er werfen wird. Rodgers scrambled rechts raus, will den tiefen Post haben, aber da ist natürlich der Arm nicht gut genug, wenn er schräg nach hinten läuft. Tracy Walker, der gerade den Touchdown verhauen hat, mit einem Freudensprung und slidet dann. Keine Zeit mehr auf der Uhr. Heißt, wir gewinnen das Spiel 34-31. Wie eigentlich fast immer, ein sehr, sehr knappes Match. Coach von den Packers natürlich verärgert. Damit habe ich übrigens auch schon den Nummer 1 Seed in der NFC geklärt. Die einzigen, die recordmäßig noch mit uns oder uns aufholen können, einholen, was auch immer, sind die Packers. Und gegen die haben wir ja zweimal gewonnen. Das heißt, da hätten wir dann den direkten Vergleich auch für uns. Ihr seht hier, wie so häufig Takeaways das entscheidende Ding. Er hat mehr Passing Yards, ich mehr Rushing Yards, er mehr Yards per Play, ich mehr Punkte. Zickzack. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf nächste Woche. Nächste Woche dann Woche 16. Und ich kann mir vorstellen, dass wir die Packers nochmal in den Playoffs wiedersehen, wa? Bis dann. Ciao.